und auf meiner Seite verlinken. Ah, ich sehe schon was. Ich ihn noch schnell. Gut. Nathalie, ist alles okay aus deiner Sicht, oder? Alles gut, es kann losgehen. Es kann losgehen. Warum habe ich jetzt eigentlich eine zweite Stimme hinten gehabt? War. Wir versuchen es. Wir versuchen zu starten, oder? Ah, so, das muss ich abdrehen. Dann soll ich das noch. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forums auf den digitalen Endgeräten. Ich begrüße Sie hier zum Gespräch mit Olaf Scholz. Das Bruno-Kreisky-Forum für diejenigen, die es nicht wissen, und ich nehme an, dass da einige heute dabei sind, die normalerweise nicht zu unseren Veranstaltungen hinkommen können. Es ist also gewissermaßen der Nachteil der Corona-Krise, hat auch seine Vorteile. Wir haben uns ein bisschen digitalisiert und weitere mediale Formate entwickelt. Das Bruno-Kreisky-Forum ist ein Wiener Think Tank. Wir sagen immer so gerne ein parteiunabhängiger sozialdemokratischer Think Tank. Er ist normalerweise gewissermaßen beheimatet, oder er ist beheimatet in der Villa im Wohnhaus des legendären österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky, und dort machen wir normalerweise unsere Veranstaltungen. Jetzt natürlich senden wir nicht aus dem Forum selbst. Ich sende da jetzt hier aus dem Homeoffice und die Kolleginnen und Kollegen sind auch alle im Homeoffice. Also, lieber Olaf Scholz, ich kann Sie hier jetzt leider nur gewissermaßen virtuell in diesen heiligen Hallen, in denen sich Willy Brandt und Olaf Palme gerade an diesem Tag, wo sein Mörder eigentlich gefunden wurde, auch ein erwähnenswert sich normalerweise getroffen haben, kann ich Sie nur virtuell begrüßen. Aber vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit, dass wir Sie hier dann auch real und physisch begrüßen können. Wunderbar, dass Sie mit uns diese Stunde gestalten, Olaf Scholz. Willkommen im Kreisky-Forum. Ja, schönen Dank für die Einladung und die reale Besuchssituation stellen wir auch noch her. Und ja, Olaf Scholz, was muss ich über ihn sagen? Er war schon alles Mögliche in seinem Leben. Er war Innensenator in Hamburg, er war SPD-Generalsekretär, er war Arbeits- und Sozialminister, er war regierender Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Ich sage das immer so gern, weil es so schön klingt, zumindest in österreichischen Ohren, Freien und Hansestadt Hamburg. Und er ist seit 2018 Finanzminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und in dieser Rolle als Finanzminister und Vizekanzler, aber insbesondere gewissermaßen in dieser Vizekanzlerrolle, was ja sozusagen angesichts der Lage, in der wir jetzt gerade sind, eine Schlüsselfunktion geworden ist, noch mehr als es ohnehin immer ist. Und auch eine Schlüsselfunktion für Europa. Er ist der wichtigste Wirtschaftspolitiker, der wichtigsten Wirtschaftsmacht des Kontinents und damit natürlich der allerbeste Auskunftsgeber in den Thematiken, die wir da heute besprechen wollen. Und dann fange ich gleich mal an mit einer lockereren Frage, sagen wir mal so, mit Wumms aus der Krise, haben Sie letzte Woche gesagt, zur Vorstellung des 130 Milliarden Programms, Konjunkturprogramms der Bundesregierung, mit Wumms aus der Krise. Das ist ein schöner Satz. Ehrlich, wem ist das eingefallen? Haben da eine Nacht lang die Spin-Doktoren gebrütet? Nein, sowas geht im Bundesministerium der Finanzen spontan. Und das ist ja auch ein Begriff, der dazu passt. Zur Spontanität. Ja, ganz spontan, aber sozusagen ganz spontan wünscht man sich natürlich auch ein Bundesministerium der Finanzen nicht, würde ich sagen, weil wir sind ja jetzt in einer Krise seit März, die ja eine
Wirtschaftskrise natürlich jetzt auch ist, aber zunächst einmal eine Wirtschaftskrise besonderer Art. Das war ja nicht ein Konjunktureinbruch, es war nicht eine Finanzkrise, es war nicht der Wegfall eines Handelspartners oder sonst irgendetwas, was man so irgendwie gewohnt ist, sondern es haben eigentlich fast global alle Volkswirtschaften ihre Wirtschaft eigentlich zunächst mal abgedreht, so wie man den Knopf abdreht. Und da will man sie ja auch gar nicht stimulieren. Es ist ja auch kein Moment für ein keynesianisches Konjunkturprogramm. Das heißt, es ist eigentlich eine Krise ohne Drehbuch gewesen, wo es die erste Aufgabe ist, dass man die Unternehmen und die Beschäftigung einfach rettet. Wie geht man vor einer Krise ohne Drehbuch? Zunächst mal ist das eine Krise, die uns noch mal daran erinnert, dass wir als Menschen sehr verletzlich sind. Das ist eine Naturkatastrophe, die uns gesundheitlich bedroht. Und wir haben jetzt all die Geschichten gelesen über frühere Grippe, Pandemien, die weltweit viele Opfer gekostet haben. Und in diesen Tagen liest man manchmal auch von prominenten Personen, bei denen das der Fall gewesen ist, dass zum Beispiel der spanischen Grippe zum Opfer gefallen sind. Und das, glaube ich, sollte eine Lehre sein für uns alle, auch bei dem, was wir jetzt tun und was wir künftig tun, dass wir von dieser Verletzlichkeit wissen, dass wir deshalb von der Notwendigkeit der Solidarität wissen. Und das gilt ja auch im Hinblick auf die Tatsache, dass das kein Virus ist, das einer Nation zugeordnet werden kann, wie die Propagandisten verschiedenster Mächte mit unterschiedlichen Zuordnungen versuchen, sondern dass es eine weltweite Pandemie ist, die uns als Menschheit insgesamt betrifft und bei der wir natürlich besser zusammen dagegen vorgehen als jeder für sich. Was ein Konjunkturprogramm oder ein Stabilisierungsprogramm für Deutschland betrifft, aus meiner Sicht war es notwendig, schnell zu handeln und auch mit einem großen Paket gegen die Krise vorzugehen. Denn wenn das nicht passiert, dann verlieren alle das Vertrauen und dann herrscht sehr schnell Panik. Aus diesem Grunde habe ich dazu geraten und haben wir uns als Regierung insgesamt entschlossen, ein großes Programm gegen die Abschwächung der Konjunktur auf den Weg zu bringen. Wir haben die Ausnahmeregel des Grundgesetzes in Anspruch genommen, dass wir die Verschuldung über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinaustreiben dürfen. Wir haben 156 Milliarden Euro zusätzliche Kredite aufgenommen. Wir haben eine Ermächtigung bekommen, das auch zu tun zur Stabilisierung unseres Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds und unserer KfW. Wir haben Garantien auf den Weg gebracht und natürlich all die automatischen Stabilisatoren wirken lassen, die bei uns verfügbar sind. Steuermindereinnahmen, die kommen von selber. Ein paar haben wir sogar noch erleichtert, damit die Liquidität der Unternehmen gesichert ist. Aber zum Beispiel auch der Sozialstaat mit der Kurzarbeiterregelung, die schon mal geholfen hat. Mir hat in dieser Krise geholfen, dass ich schon mal dabei war, als diejenige davor sich zugetragen hat. 2008, 2009 habe ich als Bundesminister für Arbeit und Soziales immer für zum Beispiel dieses Kurzarbeiterinstrument geworben. Und das spielt jetzt ja auch wieder eine ganz zentrale Rolle, wenn man die unterschiedlichen Entwicklungen der Arbeitslosigkeit in Deutschland und einigen anderen Ländern, die etwas Ähnliches haben, in Europa und den USA vergleicht, dann sieht man, was wir da für einen Schatz haben. Jetzt ist nach meinem Gefühl ja so, dass wir, es lässt sich natürlich nicht vollkommen trennen, aber eigentlich von zwei Phasen reden. Die eine ist eigentlich eine Phase des Lockdowns und Shutdowns, wo es ja eigentlich darum geht, dass die Unternehmen und die Beschäftigung, die damit verbunden ist, gewissermaßen so auf lebenserhaltenden Maßnahmen hängen. Und die zweite Phase ist dann, wenn man eigentlich die Wirtschaft hochfahren kann. Und jetzt sind wir so irgendwie dazwischen, nehme ich jetzt mal an, aber vielleicht sehen Sie das anders. Aber lassen Sie mal uns über die erste Phase sprechen. Was hat Deutschland da gemacht in dieser Phase, um die Wirtschaft zu stabilisieren? Weil es ist ja doch relativ auffällig, auch wenn man es mit Österreich vergleicht, die Arbeitslosigkeit ist kaum gestiegen in Deutschland, natürlich sozusagen Kurzarbeit circa vergleichbar wie in Österreich. Und in Österreich hat man sehr viele Klagen von Unternehmen und von Freiberuflern und von vielen und mittleren Unternehmen und Selbstständigen, dass die Gelder eigentlich nicht ankommen. Und es wird sehr oft auch das Beispiel Deutschland erwähnt, dass es bei euch viel besser läuft. Also, dass das unbürokratischer ist, dass es innerhalb von 48 Stunden das Geld da ist. Erste Frage, was habt ihr besser gemacht? Und zweite Frage, vielleicht ist ja auch bei euch nicht alles Gold, was glänzt. Sicher nicht.
Ich will keine Vergleiche anstellen. Ich kann über das reden, was wir unternommen haben. Zu den Maßnahmen, die wir sofort auf den Weg gebracht haben, gehörte ein 50 Milliarden Soforthilfeprogramm, um Unternehmen in der konkreten Situation mit Direkthilfen zu unterstützen, insbesondere sehr kleine, bis zu 10 Beschäftigte. Und das ist auch umfangreich in Anspruch genommen worden. Wir haben dann schnell verhandelt mit den 16 Ländern in Deutschland, dass sie die Verwaltung dieser Mittelvergabe vornehmen, was gleichzeitig ermöglicht hat, dass alle Länder ihre eigenen Programme damit kombinieren, sodass ein Bürger oder ein Unternehmen nicht zweimal auftreten musste, einmal bei einer Bundesinstitution und dann bei einer Landesinstitution, sondern dass das aus einer Hand entschieden werden konnte und auch aufeinander abgestimmt war, wenn die Programme unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Das hat unterschiedlich gut, muss man sagen, aber doch relativ schnell in all den 16 Ländern funktioniert und vielen Unternehmen auch erstmal Mut gemacht, weiter durchzuhalten. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen nutzen können, die steuerrechtlich in Deutschland auch verfügt werden können, ohne dass der Gesetzgeber gleich entscheidet. Wir haben also Vorauszahlungen reduzieren lassen von den Unternehmen unter erleichterten Voraussetzungen. Wir haben die Rückzahlung bereits geleisteter Steuervorauszahlungen ermöglicht. Wir haben Verlustrückträge ermöglicht. Wir haben ermöglicht, dass steuerfrei jetzt in dieser Krise sehr beschäftigten Arbeitnehmern, etwa im Pflegebereich oder an den Kassen oder wo auch immer, von ihren Arbeitgebern Zuschläge gezahlt werden können. Und das hat auch ein bisschen zur Stabilisierung mit beigetragen, sodass also die automatischen Stabilisatoren gewirkt haben. Ich will es aber nochmal sagen, der allerwichtigste war ganz sicher die Kurzarbeiterregelung, die dazu beigetragen hat, dass viele Unternehmen sich getraut haben, an ihren Beschäftigten festzuhalten. Denn das ist ja das eigentliche Ziel dieser Maßnahme. Gleichzeitig die Kurzarbeiterregelung ist ja in Deutschland, wenn ich das recht sehe, so, dass die Beschäftigten so circa zwischen 65 und 70% ihres bisherigen Gehalts weiter haben. Das ist ja dann doch relativ wenig und würde dann ja auch Kaufkraft einbrechen lassen. Das ist so, das sind je nach dem Familienstand etwa 67% und oder etwas weniger. Wir haben deshalb aber mittlerweile ein Gesetz auf den Weg gebracht, das bei einem längeren Verlauf die Leistung erhöht. Und natürlich haben wir ein bisschen darauf gesetzt, dass diesmal wie in der letzten Krise die meisten Arbeitgeber die Kurzarbeitergeldzahlung aufstocken. Das hat 2008, 2009 funktioniert, diesmal nicht ganz so schnell und leider auch nur bei den sehr großen Unternehmen. Insofern haben wir uns dazu entschlossen, die staatliche Leistung oder die der Bundesagentur für Arbeit noch mal besonders zu erhöhen. Und neben das, was wir jetzt schon besprochen haben, sind natürlich die vielen Garantien getreten, die Kreditprogramme der KfW, die es möglich gemacht haben, dass Unternehmen erstmal mit Liquidität versorgt werden. Und das gilt auch für große Unternehmen. Da sind ja jetzt auch einige sehr prominente Entscheidungen getroffen worden, die dann noch mal mit der EU-Kommission rückgekoppelt worden sind. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir bei solchen massiven Unterstützungen für Unternehmen dann immer auch im Blick behalten, dass der Staat nicht nur für die Stabilisierung und für den Downrise zuständig ist, sondern vielleicht anders als in der letzten Krise auch ab und zu mal am Uprise teilnimmt. Die Lehren aus der letzten Krise, da würde ich eh ganz gerne noch später dazu kommen, auch wenn wir über die europäischen Dimensionen sprechen. Aber vielleicht leite ich schon mal so über. Es sind ja viele in Europa auch ein bisschen überrascht, dass die deutsche Bundesregierung jetzt so anders agiert, wenn man so will, zumindest auch ideologisch. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass im Jahr 2008 nicht auch der Staat gesagt hat, koste es, was es wolle, wenn man das überspitzt formulieren will, aber es war doch eine andere grundsätzliche Herangehensweise. Man hat sozusagen von deutschen Knausrigkeit gesprochen, aber auch Olaf Scholz hatte ja gewissermaßen, Sie waren damals nicht Finanzminister, aber auch Sie haben ja auch immer dieses persönliche Image des sehr soliden, der aufs Geld achtet, Finanzminister gepflegt, die schwarze Null. Und jetzt sind alle plötzlich überrascht und sprechen. Ist es ein neuer Scholz? Ich glaube, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat getitelt, der geheime Scholz. Da wäre gewissermaßen schon angedeutet, dass er immer schon ein bisschen anders war, aber es nicht gesagt hat. Haben wir jetzt einen neuen Olaf Scholz und haben wir eine neue grundsätzliche Orientierung deutscher Politik? Mir war immer wichtig, solide zu handeln als
verantwortlicher Politiker, aber natürlich auch ganz besonders als Bundesminister der Finanzen und auch aufs Geld zu achten. Ein Grund dafür ist aber auch gewesen, dass ich ganz entlang keynesianischer Denktraditionen der Meinung war und bin, dass man in guten Zeiten dafür sorgen muss, dass man in schlechten Zeiten die Kraft hat, die man braucht. Und das ist eben ein Unterschied. Wenn Deutschland jetzt seine staatliche Verschuldung erhöht, dann startet das eben bei einem Prozentsatz von unter 60% der Wirtschaftsleistung und wird dann auf 75 oder knapp über 80% hochgehen. Das erschreckt gegenwärtig niemanden, weil wir wissen aus der letzten Krise, dass es damals von knapp über 60% auf knapp über 80% angestiegen ist, was wir an staatlicher Verschuldung hatten. Aber dass wir auch wieder runtergekommen sind und zwar auch ohne ganz besondere Anstrengung, weil die Wirtschaftsleistung das möglich gemacht hat, diese Aufgaben zu finanzieren und auch diese Situation zu verbessern, sodass wir jetzt wieder eine gute Ausgangslage haben. Und dann aber, wenn die Lage so ist, dann darf man sich da nicht reintasten. Das schnelle und umfassende Handeln am Anfang der Pandemie war aus meiner Sicht für die Stabilisierung der Wirtschaft ganz, ganz zentral. Und das Gleiche gilt übrigens für die nächste Phase, die jetzt beginnt, dass wir nämlich sagen, da wo der Lockdown zu Ende geht, wollen wir auch gleich mit dem Konjunkturprogramm beginnen, so wie sich die Ökonomen das in ihren englischen Formulierungen zuwerfen, timely. In diesem Fall also genau zum richtigen Zeitpunkt. Und dann soll es ja noch targeted und temporary sein. Auch zwei kompliziert durchzuhaltende Zielsetzungen. Und wenn es gut läuft, auch ein bisschen an die Zukunft gerichtet mit transformative. Meine Hoffnung ist, dass wir mit dem, was wir jetzt gerade vorgelegt haben, genau diesen vier Grundsätzen entsprechen. Vorteil haben, dass sie alle vier mit T beginnen. Hätte man ein fünftes mit T gefunden, hätte, wäre das vielleicht auch noch dabei, aber Das massive ist eine ironische, kritische Hinterfragung volkswirtschaftlicher Theorien, an der aber viel dran ist. Ja. Haben Sie jetzt natürlich dieses Argument sehr auf Ihrer Seite zu sagen, ihr seht, dass ich mit der schwarzen Null und mit meiner Solidität nicht mal gehabt habe, weil es uns jetzt die Möglichkeit gibt, massiv zu agieren. Auf der anderen Seite das Argument, das viele früher hatten und bis jetzt auch noch hatten, dass gerade auch die Bundesrepublik eine Art von Investitionsdefizit in den letzten Jahren gehabt hat, ist ja deswegen auch nicht falsch. Und das Argument, dass man eigentlich auch schon in der Finanzkrise 2008, 2009 und vor allem in den Jahren danach, also 2010, 2011, auf die Stabilisierung auch der Partner in Europa setzen hätte müssen und es nicht so getan hat, wie man es jetzt tut, also da eher Austeritätsprogramme verhängt hat, die letztlich dazu geführt haben, dass man unter den ökonomischen Möglichkeiten und Kapazitäten geblieben ist. Dieses Argument wird ja dadurch nicht falsch. Wie würden Sie da jetzt im Lichte der jetzigen Situation darauf antworten? Zunächst mal ist die Kritik richtig, dass die öffentlichen Investitionsprogramme in der Vergangenheit nicht groß genug gewesen sind in Deutschland. Deshalb hatte ich schon den Ehrgeiz, das Stück für Stück zu ändern. Und wir haben auch die öffentlichen Investitionen auf ein Allzeithoch angehoben in den letzten 2 Jahren. Übrigens etwas, das mir auch in anderen Funktionen schon wichtig war, weil ich glaube, dass die langfristige Entwicklung unserer Infrastruktur, ob das nun Straßen, Bahnen oder Schulen und Kindergärten sind, von großer Bedeutung für unsere Zukunftsfähigkeit ist. Und das könnte man noch ausführlich in alle möglichen Dimensionen ausbuchstabieren. Für mich ist aber gleichzeitig wichtig, dass wir uns völlig klar darüber sind, dass es längst nicht mehr deutsche, österreichische, tschechische, slowakische, polnische, französische, spanische Volkswirtschaften gibt, sondern dass das viel mehr schon so ist, dass wir eine europäische Volkswirtschaft haben. Wenn man sich die Handelsbeziehungen und die Dienstleistungsbeziehungen in Europa anguckt, wird das offensichtlich. Sogar wenn man einzelne Unternehmen anschaut, selbst mittelständische Unternehmen, dann wird man finden, dass sie oft Produktionsstätten überall in Europa verteilt haben. Und wenn wir ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland retten, retten wir gleichzeitig auch ein Unternehmen mit vielen, vielen Filialen überall in Europa. Und das ist dann auch ein Beitrag zur Stabilisierung der europäischen Volkswirtschaft. Aber ganz klar, wir werden als Länder, die so erfolgreich mit der übrigen Welt vernetzt sind, und das gilt sehr für Deutschland, aber auch zum Beispiel für Österreich und gerade zum Beispiel die skandinavischen Länder oder die Niederlande, niemals erfolgreich unsere Volkswirtschaften stabilisieren können, wenn die wichtigsten Partner für unsere ökonomische Entwicklung das nicht auch schaffen. Und das ist der Grund gewesen, warum ich
zunächst mal in der Runde der Finanzminister dafür geworben habe, dass wir ein großes Paket zur Stabilisierung auf den Weg bringen mit 540 Milliarden als Rahmen und einer Maßnahme für kleine und mittlere Unternehmen, so wie wir das in Deutschland auch machen mit unserer Kreditanstalt für Wiederaufbau, in dem Fall dann mit der Europäischen Investitionsbank. 200 Milliarden Euro an kleine und mittlere Unternehmen als Kreditvergabe direkt von der Bank ohne die Erhöhung der Staatsschulden der Mitgliedsländer. Das Gleiche gilt für das Programm SURE, das die Kommission aufgelegt hat, was Kurzarbeiterprogramme überall in Europa möglich macht und auch wirken soll. Und dann natürlich der erleichterte Zugang zum europäischen Stabilitätsmechanismus. Da war das ganz wichtig, dass der zu Unrecht sehr schlechte Ruf, den der europäische Stabilitätsmechanismus, der ESM hat, bei dieser Gelegenheit mal bereinigt wird. Denn da ist ja eine Ausleihkapazität in Größenordnung vorhanden, die in der Lage ist, auch Staaten und auch große Staaten zu stabilisieren, wenn sie den Kontakt zu den Finanzmärkten verlieren. Aber durch die ganzen Erinnerungen an Troikas und an die Debatte darüber, dass man erstmal sein ganzes Wesen ändern müsse, bevor man finanzielle Unterstützung bekommt, haben viele ablehnende Haltung gehabt, auch in den südeuropäischen Ländern. Ich glaube, dass durch die konkrete Ausgestaltung dieses ESM-Programms, das jetzt viel attraktiver ist und dass wir auch erleben werden, dass Länder das in Anspruch nehmen und der Ruf des ESM dann zu Recht repariert ist als etwas, das eine nützliche Stabilisierung fiskalischer Art in Europa ist. So, und das ist jetzt der eine Teil. Der nächste ist die Frage, wie können wir den Wiederaufbau, mit dem wir in Deutschland mit unserem Konjunkturprogramm begonnen haben, überall in Europa unterstützen? Und darum lautet unser Vorschlag, den Frankreich und Deutschland zusammen machen. Wir wollen einen europäischen Wiederaufbau möglich machen in der Größenordnung von 500 Milliarden Euro. Und ganz bewusst auch mit der Aussage, da sollen Zuwendungen für konkrete Investitionsprojekte, für Maßnahmen, die dem Wiederaufbau der einzelnen Länder, der Konjunkturbelebung dienen, mitfinanziert werden aus dem Haushalt. Es geht nicht darum, neue Kredite zu vergeben. Warum das? Wenn wir jetzt angucken, wie geht es weiter mit der Staatsverschuldung der Länder, wird es einige geben wie Deutschland, die steigen dann von knapp unter 60 auf knapp unter 80 oder knapp über 80%. Aber es wird welche gehen, die fangen bei 100, 120% oder noch höher an und deren Staatsverschuldung wird nach der Krise dann bei 120, 135, 150, 170% oder mehr liegen. Und das ist schon etwas Schwieriges für die Zukunft dieser Länder. Gegenwärtig schaffen wir das alles, weil wir durch all das, was wir bisher gemacht haben, das Vertrauen, das damit auch entstanden ist, möglich gemacht haben, dass diese Länder zu halbwegs vernünftigen Konditionen auch von den Kapitalmärkten die notwendigen Kredite kriegen. Aber wenn das erstmal so weit gekommen ist, dann ist das ja ein gemeinsames Problem von uns allen. Und deshalb meine Idee, mein Vorschlag, lass uns das von Anfang an als gemeinsame Sache begreifen. Und darum haben wir den Vorschlag gemacht, 500 Milliarden einmalige Kreditaufnahme der Europäischen Union ausgeben in den ersten Jahren der Krise, refinanzieren über 2 oder 3 Jahrzehnte und zurückzahlen natürlich durch die Europäische Union. Das, glaube ich, ist das richtige Projekt. Da sind wir praktisch alle dafür, insbesondere die großen Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, sprechen das erste Mal wieder mit einer Stimme, oder nicht das erste Mal, aber das erste Mal so mehr in einer Krise. Das war in den anderen Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten, anders. Ein paar sind dagegen. Leider spreche ich quasi örtlich aus einem solchen Land heraus im Moment. Da wurde von den, wie heißen sie, sparsamen Vier, die knausrigen Vier gesprochen, wie wir das hier auch manchmal sagen. Mittlerweile sind sie Gott sei Dank nur mehr 3. Wir sind leider immer noch dabei. Wie schätzen Sie das ein? Wird sozusagen die Stimme der Solidarität da überwiegen oder werden da 3 Länder auf der Bremse weiterstehen und die anderen erpressen? Wir müssen uns ja verständigen in Europa. 27 Staaten müssen am Ende Ja sagen. Das ist auch mit dem konkreten Vorschlag, den wir gemacht haben, verbunden. Denn wenn wir sagen, die Europäische Union soll ihren Eigenmittelbeschluss erhöhen, um damit die Kreditaufnahme zu legitimieren, setzt das voraus, dass die Länder alle zustimmen und dass auch viele Parlamente zustimmen. Das finde ich aber gar nicht schlimm, weil wir ja ohnehin einen solchen politischen Konsens
pluralistisch miteinander diskutieren müssen. Dass dann nicht alle am Anfang einer Meinung sind, ist nicht ein Problem. Wichtig wäre, dass es am Ende gelingt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass die Rückmeldung auch derjenigen, die noch große Skepsis formulieren, doch immerhin immer mit einem Unterton der Konstruktivität begleitet sind, der es möglich scheinen lässt, dass wir uns verständigen. Jetzt, ich wollte mich Ihnen auch ein bisschen sozusagen ein bisschen in den Maschinenraum hineinschauen, ja, weil ich mit Maschinenraum, wir haben jetzt geredet über die Stabilisierung unmittelbar mit dem Ausbruch der Krise, wenn man so will, dann die Konjunkturprogramme und jetzt auch schon ein bisschen die europäische Dimension berührt, mit ganz, ganz vielen Programmen, die es ja vorher nicht gegeben hat. Die muss man sich ja erstmal ausdenken. Ja? Und das in einer Situation, die nicht wirklich nach den Werten funktioniert. Ich habe da immer so, ich habe da mal gelesen, ich habe das sehr gerne gelesen, die Biografie von John Kenneth Galbraith, der auch mal hier in dem Haus, also in dem ich jetzt nicht sitze, aber normal sitzen würde, bei Bruno Kreisky da Gast war und der quasi bei Roosevelt unter den Bedingungen der Kriegswirtschaft für Löhne und Preise und Preisstabilisierung und so weiter zuständig war und jeden Tag eine neue Maßnahme erfinden musste, die bisher niemand angedacht hat. Und wie funktioniert das in Ihrem Haus? Man liest da, Sie haben jede Woche eine Videokonferenz mit den führenden Ökonomen Ihres Landes, vielleicht Ihres Landes. Sie haben selbst im Haus so einen kleinen Think Tank origineller Köpfe aufgebaut. Wie kann man sich das vorstellen? Also mich interessiert gerade als Journalist, wie in Ausnahmesituationen so etwas funktioniert, wo ja die Routine nicht mehr hilft. Wenn sie nicht Journalist, sondern Regisseur eines Fernsehfilms wäre, wäre es, glaube ich, nicht spannend zu inszenieren, weil es natürlich nicht die eine Situation gibt, wo alle zusammensetzen, die Köpfe rauchen, Leute hauen verzweifelt mit den Akten auf den Tischen, gucken sich an, was sollen wir tun? Und dann kommt die Erleuchtung. Sondern real ist es ja so, dass über lange Zeit miteinander diskutiert wird. Der Gesprächszusammenhang des Ministeriums und vieler Mitarbeiter auch hier mit den führenden Ökonomen ist ja nicht in der Krise entstanden, sondern lange gepflegt und aufgebaut worden und hat deshalb auch immer Inputs zustande gebracht, die das Bedenken der Situation und was könnte man wann und in welcher Lage machen, mit zum Gegenstand gehabt haben. Und das gilt natürlich auch für die internen Debatten, die wir hier haben. Und daneben ist natürlich nicht nur das Ministerium da, sondern der gesamte gesellschaftliche Raum. Und aus dem heraus muss dann ja sowas wie eine Überzeugung wachsen, die dann zu solchen Maßnahmen führt, wie wir sie miteinander ergriffen und auch vorgeschlagen haben. Also leider nicht eine gut inszenierbare Situation, aber das allmähliche und auch gewollte und organisierte Entstehen einer Überzeugung, die dann es möglich macht, schnell zu entscheiden. Denn wenn wir uns, das will ich nochmal sagen, so reingetastet hätten, sagen, machen ein bisschen was und dann machen wir noch was, wäre es auch gegangen. Aber es hätte das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und der Volkswirtschaft und der Unternehmen nicht erzeugt. Und in unserem Fall ist das ja nicht nur wichtig für Deutschland, sondern für die Entwicklung Europas insgesamt. Denn ob wir so oder so agieren, das beobachten alle schon ganz schön genau. Ja, jetzt zurückkommen zu Ihrem Konjunkturprogramm, das letzte Woche präsentiert worden ist, also in seinen Umrissen natürlich 130 Milliarden für verschiedene Maßnahmen. Und es ist ja etwas sehr Seltsames passiert. Also ich bin viel in den sozialen Medien, wo doch meistens wie soll man sagen, die übliche Gesprächsart, die des Nörgelns ist. Und es war in diesem Fall das erste Mal so, dass nahezu alle von allen Seiten gesagt haben, oh, wie großartig ist das, wir sind positiv überrascht und sonst, und fast niemand hat etwas Negatives gesagt. Das ist ja schon mal überraschend. Trotzdem gab es ein paar Kritikpunkte, und zwar durchaus auch von führenden Ökonomen. Also, ich glaube, wenige Tage später haben Marcel Fratscher und Claudia Kempfert und andere in der Süddeutschen doch auch kritisiert, es ist da zu wenig Investitionen in Elektromobilität, zu wenig in digitale Infrastruktur und in Klimaschutz, das Füllhorn mit der Mehrwertsteuersenkung, das ist nicht wirklich ausreichend für die Steuerungswirkung, die man erzielen will. Was ist mit so einer Kritik? Ist die nicht richtig? Das ist jedenfalls völlig legitim, wenn ich das sagen darf. Und wer behauptet, dass er in so einer Situation alles richtig macht, der hat
nicht verstanden, wie schwer die Entscheidungen sind, die zu treffen sind und dass sie ja immer mit Unsicherheiten leben müssen. Trotzdem glaube ich, dass diese Kritik nicht zutrifft. Erstmal, was die Mehrwertsteuer betrifft, ist es anders als bei den Dingen, die manche ökonomischen Betrachter im Kopf haben. Es ist eine sehr massive Senkung, es geht nicht um 1%. Sie kommt ziemlich plötzlich und niemand hat mit ihr gerechnet und sie ist zeitlich befristet. Ohne die zeitliche Befristung wäre das keine effektive Maßnahme, das will ich ausdrücklich dazu sagen. Und dann würde die Kritik auch stimmen. Weil das, was wir ja jetzt überwinden müssen, ist die Unsicherheit bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Dafür ist die Mehrwertsteuer da, aber bei den Unternehmen. Deshalb haben wir zum Beispiel gesagt, wir senken die Abschreibungsmöglichkeiten, wir erhöhen die Abschreibungsmöglichkeiten und machen eine degressive AFA möglich. Aber auch befristet, weil wir wollen, dass die Unsicherheit überwunden wird. Jeder, der überlegt, mache ich das jetzt Und früher vor allem, als. dass sie das sofort, dass die Unternehmen und die Konsumenten sofort reagieren und nicht erst in einem Jahr. Das ist der Punkt. Das ist ja Ja. die Zielsetzung, dass die sagen, wenn ich den Vorteil mitnehmen will, muss ich mich schnell entscheiden. Und vielleicht spielt das auf der Waage, die jemand, der eine Entscheidung zu treffen hat, eine Rolle, dass er sagt, okay, wenn ich schnell mache, habe ich diesen Vorteil. Wenn ich es länger mache, habe ich ein bisschen mehr Sicherheit über die weitere Entwicklung der Situation, aber den Vorteil nicht. Und das ist ja genau das, was ein Konjunkturprogramm bewirken soll. Was jetzt die Maßnahmen im Bereich Umweltschutz und erneuerbare Energien und Klimaschutz betrifft, Digitalisierung, Einstieg in die Wasserstoffindustrie, ausdrücklich so knallhart formuliert. Und manches, und zum Beispiel ein Ausbau der Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen, ist das, glaube ich, schon sehr zukunftsweisend. Und an diesen Stellen sogar öfter mit Hinweisen auf die Zeit nach der Krise verbunden, damit das auch glaubwürdig bleibt, dass das sich nicht nur um ein Strohfeuer handelt. Aber Konjunkturkrisenbekämpfung findet ja statt im Jahr 20 und 21. Und da ist es so, dass ich nicht erleben möchte, was ich schon mal erlebt habe. Als ich nämlich bei der letzten Krise als Arbeitsminister dabei war, habe ich dann mitgekriegt, dass als ich später Bürgermeister war, ich Grundsteine legen durfte für Baumaßnahmen, die aus der Krisenfinanzierung stammten. Das war aber 2011, 2012, da war die Krise schon vorbei. Und meine These ist, wir müssen schon alle bewegen, dass sie es jetzt hinkriegen, trotz aller Planungsprozesse, trotz aller Schwierigkeiten, jetzt was zu machen, in diesem Jahr und im nächsten Jahr, damit die Wirtschaft wieder anläuft. Und was die Transformationsperspektive für das ganze Jahrzehnt betrifft, wird das einmal Thema des nächsten Bundestagswahlkampfes sein und im Wettbewerb der Parteien stehen. Aber da sind die richtigen Andeutungen hier gemacht mit den Themen, die ich eben schon genannt habe. Gleichzeitig gibt es auch Kritik von der anderen Seite. Also die IG Metall war ja nicht so glücklich, dass sie keine ist das Abwrackprämie dieses Mal drin haben. Das kann man ja auch irgendwie verstehen, logischerweise, weil selbst aus der Perspektive eines Stahlarbeiters oder jedes Arbeiters ist es natürlich naheliegend zu sagen, rettet die Arbeitsplätze, die jetzt schon da sind und nicht schafft irgendwelche, die dann vielleicht in 3 Jahren da sind. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich hinbekomme. Und gleichzeitig ist die IG Metall oder sind die Arbeiter und die Beschäftigten in dieser Industrie natürlich der Kernbestand der Wähler der Sozialdemokratie. Also kann man diese Kritik der IG Metall ja auch irgendwie verstehen. Verstehen in jedem Fall. Ich glaube, jeder, der gegenwärtig auf seinen Arbeitsplatz guckt und sieht, wie die Nachfrage nachgelassen hat und die Beschäftigung nicht richtig funktioniert, weil keiner kauft, macht sich Sorgen und hat auch ganz oft Angst. Das finde ich völlig berechtigt. Und deshalb ist ja alles, was wir gemacht haben, ein bisschen darauf gerichtet, wie kriegen wir diese Situation überwunden. Dazu zählt zum Beispiel die eben schon beschriebene Mehrwertsteuersenkung. Die nützt ja zum Beispiel auch dem Verkauf von Automobilen aller Art sogar. Und sie hat den Vorteil, dass sie die vielen Förderprogramme, die wir in Deutschland für die PKW schon haben, nicht kannibalisiert. Denn wir haben ja schon sehr umfangreiche Programme, um zum Beispiel Elektrofahrzeuge, reine elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride zu fördern. Wir wissen, dass angesichts der unglaublich teuren Preise, die heute für Pkw aufgerufen werden, über 50% der Fahrzeuge als Dienstwagen verkauft werden. Deshalb haben wir schon längst eine Förderung auf den Weg gebracht, die zum Beispiel unterstützt, wenn sich diejenigen, die Dienstwagennutzer entscheiden, solche Fahrzeuge zu nehmen. Das hat auch zu einer massiv gestiegenen Nachfrage geführt.
Deshalb ist es so, dass wir mit der Abschreibungsregel ja auch der Automobilindustrie helfen und denjenigen, die sich Dienstwagenflotten anschaffen oder zum Beispiel Lkw. Wir haben ein eigenes Programm für die Lkw-Industrie, ein europäisches, auf den Weg gebracht, was in diesem Fall auch den Austausch von Flotten mit beinhaltet. Und wir haben außerdem sehr große Fördermaßnahmen für die Automobilindustrie mit dabei, neben den Förderungen des öffentlichen Nahverkehrs, die aber alles, was mit Elektrifizierung und moderner Technologie zu tun haben, ob es nun Busse betrifft oder Pkw oder Lkw und andere Dinge, da geht es um 8 Milliarden Euro. Man kann schon sagen, da wird diese Industrie schon ordentlich gestützt. Und ich glaube, dass das auch seinen guten Effekt haben wird und das dann auch die Kritiker überzeugt. Von einer Krise dieses gigantischen Ausmaßes, auch wenn man es quasi von den Bedürfnissen aller Akteure, offenen Bürger, aber letztlich auch der Politiker und Politikerinnen hernimmt, dass jeder natürlich die Normalität wieder zurückhaben will. Und Normalität heißt Status quo ante, dass man also dann eher das natürlich fördert, was schon da ist und das T von transformativ dann im Zweifelsfalle eher vergessen wird. Die Gefahr ist da, aber angesichts der doch überwiegend positiven Reaktionen scheinen wir da ja daran gedacht zu haben. Also es sind ja, ich will das jetzt nur nicht nochmal wiederholen, aber es sind ja, was jetzt energetische Erneuerung betrifft, was Klimawandel betrifft, viele, viele Förderprogramme drin, die jetzt auch unmittelbar wirken. Und ich will nochmal den einen Aspekt hervorheben, die parallel vorbereitet und jetzt noch mal richtig mit Wucht in das Konjunkturprogramm hineingedrückte Entscheidung, dass Deutschland die Wasserstoffwirtschaft jetzt industriell entwickeln will. Das ist natürlich wahrscheinlich die eine ganz zentrale Voraussetzung dafür, dass wir 2050 wirklich eine CO2-neutrale Volkswirtschaft haben können. Das wird jetzt überall immer formuliert, aber die ganze Industrialisierung, 250 Jahre Industrialisierung haben auf der Nutzung fossiler Energien beruht. Und wenn wir uns die ganzen wirtschaftlichen Prozesse anschauen, dann ist das, was für den Betrieb von Fahrzeugen benutzt wird, der kleinste Teil davon. Es gibt noch viele, viele andere Sektoren. Und da brauchen wir Wasserstoff als den Baustein gewissermaßen, damit das gelingt. Natürlich, wenn er dann mit erneuerbaren Energien produziert wird, grüner Wasserstoff. Und diesen Einstieg haben wir jetzt gemacht. Das finde ich ziemlich transformativ. Gehen wir nochmal kurz zur europäischen Dimension, weil natürlich macht Deutschland hier die Bazooka, die Sie angekündigt haben, aber bei allen europäischen Hilfen wird es natürlich in bestimmten, in anderen Ländern nicht so einfach gehen. Ja, so viele Hilfen wird es gar nicht geben können. Und am Ende kann es ja trotz allem so ausschauen, dass Deutschland alle seine Unternehmen rettet, vielleicht sogar sozusagen auf die Bahn der Zukunft schon setzt, also auf die Schienen, damit sie besser in die Zukunft kommen, während es die anderen Länder vielleicht nicht so gut können. Und da haben viele die Angst, dass wirtschaftliche Ungleichgewichte, die es ohnehin schon in Europa gibt, und die Stärke von Deutschland oder die dominierende Kraft von Deutschland, dass sich das nochmal verstärkt nach der Krise. Kann man das wirklich wegkriegen, dieses Problem, durch quasi europäische Superbazookas? Ja, aber Sie sind noch mal ein Argument, warum auch leistungsstarke Volkswirtschaften dafür sein sollten, europäische Solidarität zu üben. Erstens würde uns allen entgegengehalten, dass wir ja nur an uns denken und dass dann ein solches Ungleichgewicht verstärkt wird nach der Krise. Zweitens würde es gar nicht aufgehen, denn keine einzelne Nation kann auf den wirtschaftlichen Erfolg der anderen europäischen Länder verzichten. Wir sind global aufgestellt und das gilt für die deutsche Volkswirtschaft wahrscheinlich noch mehr als für die allermeisten auf der Welt. Aber trotzdem, der größte Teil unseres Handels und unserer Austauschbeziehung findet mit den anderen Ländern der Europäischen Union statt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass es dort aufwärts geht und dass es dort nicht eine langanhaltende Stagnation gibt. Diese langanhaltende Stagnation in vielen Ländern Europas wäre auch eine ökonomische Stagnation in Deutschland und, ich sage es ausdrücklich, in Österreich. Und darum glaube ich, dass auch unsere Länder ein Interesse daran haben, dass es den anderen gut geht. Glauben Sie eigentlich, dass die Politik, die Deutschland oder die Länder des Nordens, der Österreich auch dazu und andere auch,
nach 2011 gegenüber den südlichen Staaten verfolgt haben, falsch war? Ich glaube, dass man das nicht hätte so machen müssen, wie es da konkret gewesen ist. Man sieht das nicht nur an den Protesten, die da entstanden sind in vielen Ländern, die ja Frieden und Unfrieden geschaffen haben, sondern aus meiner Sicht hat das auch was damit zu tun, dass viel zu moralisch diskutiert worden ist. Manchmal erkläre ich mir das damit, dass die deutsche Sprache ja nun zu den wenigen gehört, in denen Schuld und Schulden das gleiche Wort sind. Das ist in den meisten anderen Sprachen nicht der Fall. Da sind das zwei völlig unterschiedliche Wörter, die nicht aus einem Wortstamm gewissermaßen zu entnehmen sind. Und deshalb hat bei uns die Kritik daran, dass jemand Schulden hat, immer auch etwas sehr Moralisches. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir manchmal so auftreten, aber auch einer der Gründe, warum wir von anderen nicht richtig verstanden werden. Aber eins ist auch klar, und das, glaube ich, gehört zu den Dingen, die wir für die Zukunft Europas verstehen müssen. Wenn wir jetzt so etwas machen wie 500 Milliarden Pakete zur Stabilisierung der europäischen Volkswirtschaften, 1 Billion, dann geht das nicht ohne eine bessere Europäische Union. Wir brauchen dann auch Fortschritt. Da hat es auch was mit Kompetenzen zu tun, über Entscheidungsfähigkeiten und auch natürlich mit der einen oder anderen Einnahmequelle, die die Europäische Union haben muss. Man kann nicht sowas tun und dann so tun, als wäre man 27 komplett unverbundene Staaten. Das gilt übrigens auch für die Länder, die jetzt zu Recht auf Solidarität setzen und sie einverlangen. Sie müssen verstehen, dass genauso wie für die anderen das einen politischen Preis, nämlich des weiteren Zusammenwachsens der Europäischen Union hat und richtigerweise. Jetzt haben wir natürlich über einige Probleme schon gesprochen, gewissermaßen die Krise selbst, die Konjunkturprogramme, die notwendig sind, die Programme, dass man Europa einen Schritt weiterbringt, auch grundsätzlich im Zusammenwachsen und natürlich die ökologische Krise, dass man transformativ jetzt gleich die Wirtschaft auf eine neue Grundlage versucht zu bewegen. Aber es gibt ja eine ganze Reihe anderer Probleme, die wir in den letzten 10 Jahren ja auch immer wieder diskutiert haben. Das Auseinandergehen von Arbeitsmärkten, das Auseinandergehen einer Gesellschaft in diejenigen, die alle Chancen haben und reicher auch werden oder zumindest reicher an Chancen und andere, in denen sich immer mehr Stress in deren Leben hineinfrisst. Wir haben auch die globale Analyse über das Auseinandergehen von Ungleichheiten, von Picke bis Sukman und Danko Milanovic. Sie kennen all diese Literatur, wie ich weiß, sehr gut. Sie haben die auch alle getroffen. Ist das etwas, was wir jetzt auch in so einer Krise angehen können? Ich meine, ich mag das Wort von der Krise als Chance überhaupt nicht, weil so eine Krise, also so eine Chance würde man sich lieber ersparen, würde ich jetzt mal sagen, ja. Aber wenn schon Krise, dann das Beste daraus machen wäre gewissermaßen vielleicht die bessere Formulierung. Ich denke, dass wir überhaupt nur eine Chance haben, durch diese Krise zu kommen, weil wir letztendlich auf einen lange gewachsenen und immer noch stabilen Sozialstaat zurückgreifen können, der seine Stabilisierungsfunktion hat. Aber dass wir aus der Krise auch lernen müssen, dass jetzt eigentlich ein Zeitalter der Solidarität gefragt ist. Wie sehr wir als Menschen miteinander zusammenhängen, hat Singapur erlebt, das sich um alles gekümmert hat, aber nicht um die Gastarbeiter, wenn man das mit dem alten Wort sagen kann, die dort als Migranten tätig sind, immer zeitlich befristet und in irgendwelchen Sammelunterkünften untergebracht sind. Das Gleiche haben wir aber auch erlebt in Deutschland, in Unterkünften, die eingesetzt worden sind für ziemlich schlimme Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie zum Beispiel und Ähnliches. Und deshalb glaube ich, ist eins ganz klar, wir müssen uns für die gute Perspektiven von jedem und jeder Einzelnen unserer Gesellschaft miteinander verantwortlich fühlen. Wie es dem anderen geht, das muss unser gemeinsames Thema sein. Das ist nicht das Problem desjenigen, der es hat. Das ist auch immer unseres. Das, glaube ich, sollten vielleicht diejenigen, die das bisher nicht möglich gefunden haben, aus der Krise lernen. Ich hoffe auch, dass mancher, der mehr eine wirtschaftsliberale Einstellung hat und
findet, er zahlt sowieso zu viel Steuern angesichts seines ökonomischen Erfolgs, vielleicht angesichts eines Staates, der mit solcher Massivität ihm in dieser Krise sein Unternehmen rettet, auch eine andere Perspektive entwickelt und akzeptiert, dass Solidarität sich auch im Steuersystem irgendwie niederschlagen muss, damit das finanziert werden kann. Aber am Ende, das will ich schon sagen, unabhängig von solchen ökonomischen Kategorien, bin ich fest davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft nur zusammenhält, wenn wir Respekt haben für jeden und jede, wenn wir für sehr unterschiedliche Lebenslagen Respekt haben und wenn wir es wichtig finden, dass jemand auch als sein Leben nach eigenen Vorstellungen führen können muss. Und das fängt dann damit an, dass die Löhne nicht so gering sein können, wie sie sind. Dass jetzt in der Krise alle die Arbeit von Pflegekräften und von Einzelhandelsverkaufskräften loben und sagen, das sind die Helden des Corona-Alltags. Und nach der Krise dann nicht mehr daran denken, wie wenig Geld denen schon immer gezahlt worden ist, das darf nicht passieren. Deshalb müssen wir auch sagen, wir wollen, dass das anders wird und wir wollen auch die Konsequenzen tragen. Denn höhere Löhne in diesem Bereich heißt auch für uns, soweit wir als Kunden dahin gehen, als Verbraucher, als diejenigen, die die Leistung in Anspruch nehmen, höhere Preise. Aber ich glaube, dass das richtig ist und dass ein solidarischer Staat das auch als sein Thema entdecken muss. Aber es war natürlich in den letzten 15 bis 20 Jahren ja auch so, dass auch Regierungen selbst ja jetzt nicht gerade sehr viel dagegen getan haben, dass der Abwärtsdruck auf Löhne nicht stärker wächst. Und sie haben auch nicht so viel getan, wie man sich erwünscht hätte, dass diese explodierende Reichtümer oben nicht so wächst. Und an diesen Regierungen waren ja auch Sozialdemokraten beteiligt, sogar in Deutschland. Was haben wir daraus zu lernen? Wir haben daraus zu lernen für das, was wir für die Zukunft anstreben. Und ich will das für mich mit ein paar Themen benennen, die mir ganz zentral sind. Das eine ist, wir müssen sicherstellen, dass es nach unten hin eine Absicherung bei den Löhnen gibt, die besser ist, als das heute der Fall ist. Das ist der Grund, warum ich sehr früh und zur Überraschung vieler mich immer für einen sehr hohen Mindestlohn eingesetzt habe. Weil wir können in der veränderten Welt, in der Dienstleistungen eine so große Rolle spielen, nicht hinnehmen, dass einige so wenig Geld verdienen, dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt nicht anständig bestreiten können oder dass sie, wenn sie ihr Berufsleben lang Vollzeit tätig waren, trotzdem eine Rente bekommen, bei der sie auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind. Das muss geändert werden. Und das ist nicht nur eine monetäre Frage, es ist auch eine Frage des Respekts, über den ich vorhin gesprochen habe. Und sonst ist all das Klatschen in einigen Stadtteilen Deutschlands nicht ehrlich gewesen, wenn man das nicht mit aller Konsequenz auch will. Ich glaube, dass man sich auf den Sozialstaat verlassen können muss und dass wir das in aller Hinsicht auch durchtragen. Die immer mal wieder neuen Debatten über Rentensysteme dürfen nicht so geführt werden, dass alle Angst bekommen, sondern jeder muss wissen, angesichts der vielen Jahrzehnte, die er im Berufsleben zu bestehen hat, dass das hinterher mit der Rente auch hinhaut, dass man da in Würde, wenn man Glück hat, ja ein paar Jahrzehnte von leben kann. Und das ist etwas, wo ich finde, wir als Gesellschaft auch eine Verantwortung haben. Und dann wird es darum gehen, dass wir immer wieder neue Perspektiven schaffen, die dafür sorgen, dass es niemand Angst hat vor den Veränderungen. Und deshalb wird ein besseres Bildungssystem, wird der massive Zugang zur Berufsausbildung für diejenigen, die da sonst Schwierigkeiten mit haben, eine große Rolle spielen und dass wir immer wieder neue Chancen vermitteln. Die Welt, in der wir leben, wird schon so sein, dass es auch 45-Jährige gibt, die nochmal einen ganzen Neustart machen müssen. Aber wir haben gar keine Instrumente, ihnen wirklich bei diesem Neustart zu helfen, sondern wir sagen, wir behandeln dich wie einen 17-Jährigen, der eine Lehre anfängt. In Wahrheit ist das aber vielleicht eine taffe Frau mit Ehemann, zwei Kindern und Wohnwagen, die aber sagt, ich möchte jetzt irgendwie doch nochmal einen neuen beruflichen Start machen mit einer ganzen Berufsausbildung oder vielleicht sogar einem Studium, was ich früher nicht gemacht habe, um das tun zu können. Und diesen Wechsel in der Mitte, den, glaube ich, müssen wir zu einer Normalität, auf die man einen Rechtsanspruch hat, in unserer Gesellschaft machen, um mehr Sicherheit und Vertrauen in die Zukunft, die sich ja sicher ändern wird, zu schaffen. Ist die Welt, in der wir leben, ja auch gekennzeichnet dadurch, dass sich in ganz viel Leben von Menschen Unsicherheit hineingefressen hat.
schon vor der Krise, und das wird natürlich jetzt in der Krise noch mal endemischer sein. Und die Leute haben ja jetzt Existenzängste riesengroßer Art, und das ist ja vollkommen verständlich. Müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass, wenn man sagt, es gibt zwei politische Emotionen, wenn man so will, oder Emotionalitäten, das eine ist das Bedürfnis nach Sicherheit, und andererseits aber auch der Wunsch nach Veränderung und Verbesserung der Welt, dass jetzt eigentlich das Schwergewicht in Richtung des Bedürfnisses nach Sicherheit wieder kippen wird, was seine verständlichen Seiten hat, aber möglicherweise auch seine negativen Spillovers. Das Ganze geht nur auf, wenn man beides gleichzeitig gewährleistet. Also ohne Sicherheit wird sich niemand auf Veränderung einlassen. Aber wenn wir keine Veränderung zustande bringen, werden wir es auch nicht schaffen, Sicherheit gewährleisten zu können. Und deshalb bin ich dafür, dass wir uns schon trauen, ein bisschen zuversichtlicher über die Zukunft zu diskutieren. Als fortschrittlicher Politiker, finde ich, sollte man den Pessimismus und die Idee, dass früher alles besser war, anderen überlassen. Aus meiner Tradition heraus, der ich mich verbunden fühle, ist es so, dass wir glauben, dass durch eine gute demokratische Politik ein besseres Leben möglich ist. Aber das darf dann nicht zur Phrase verkommen. Und ich glaube, das kritisieren viele auch an sozialdemokratischen Parteien, dass das so gesagt wird. Und die Frage, was heißt das dann konkret, so wenig beantwortet wird. Ein paar Dinge habe ich eben gesagt, aber für mich heißt das zum Beispiel auch, dass wir zum Beispiel ganz konkret über technologische Veränderungen reden. Wenn wir also sagen, ich greife das Beispiel auf, wir steigen ein in die Wasserstoffwirtschaft, dann kann man plötzlich glauben, dass es auch noch Industrie und gute Arbeitsplätze in Deutschland und Europa geben wird, wenn wir fossil-free sind. Wenn wir nur sagen, das muss so sein und wird sich schon ergeben, dann kann niemand konkret darauf setzen. Wenn wir zeigen, wie man mit vielen Modernisierungen dafür sorgen kann, dass wir unseren Energieverbrauch mit erneuerbaren Energien decken können und dass das Arbeitsplätze schafft und das konkret wird, nicht abstrakt als irgendwas, was bei einem Dinner vorgetragen wird, sondern etwas, das sich in der Realität dann auch abspielt, wo viel für getan wird, wo man darauf setzen kann, dann glaube ich, kann das auch Zutrauen schaffen, dass wir Arbeitsplätze und Wohlstand hierzulande haben. Das gilt auch für die Digitalisierung, die viele als Bedrohung begreifen. Aber wenn wir konkrete Möglichkeiten für Beschäftigung schaffen, Erfahrungen damit organisieren und dafür sorgen, dass das nicht etwas ist, das nur in Kalifornien stattfindet, sondern eben auch bei uns, weil wir das beweisen können, dann glaube ich, kann darüber auch Zuversicht und Zutrauen zu solchen Sachen entstehen. Aber was man nie tun darf, ist den Fatalismus feiern, dass die Welt eh schlecht ausgeht und dass alles schlimm wird und man sich ergeben muss. Da gibt es ganz rechtspopulistische und ganz wirtschaftsliberale Varianten. Und beide sind aber in ihrem Fatalismus nichts, auf das man setzen kann. Jetzt bin ich sicher niemand, der den Pessimismus das Wort reden will, ganz im Gegenteil, aber natürlich muss man ja auch sehen, Teile der, nennen wir es mal, arbeitenden Klassen, weil es so unterschiedliche Lebenslagen auch sind, ja doch, aber auch die Erfahrung da ist, Wandel hieß für mich Verschlechterung meiner Arbeitsverträge in bestimmten Bereichen, wenn du sozusagen quasi im Paketjob oder sonst wo arbeitest, oder es heißt für mich, eigentlich jetzt schon 20 Jahre Strukturwandel und Rationalisierungsdruck, was das Ergebnis hat, dass in jeder Abteilung halt jedes Jahr fünf weniger da sind und jeder muss nur laufen und jeder versucht zu laufen, dass er selbst überlebt. Und dass man da deswegen ein Gefühl hat, man wird eigentlich nicht mehr respektiert. Es wird die eigene Problemlage gar nicht mehr wahrgenommen. Der Staat kümmert sich gar nicht mehr um mich. Und ich kümmere mich eh nur mehr um mich. Das ist dann quasi die fatalistische Rolle draus. Und das hat ja dann auch, ist ja auch einer der Gründe für Wahlergebnisse, die zugunsten von Rechtspopulisten ausschlagen und manchmal auch zu Ungunsten von Sozialdemokraten, die gewissermaßen dann von ihrer bisherigen Wählerbasis dann nicht mehr als ihre Vertretung, also als die Schutzmacht der kleinen Leute angesehen wird. Das ist ja so nicht ganz falsch. Und man muss ja kein Pessimist, man muss ja jetzt dem Pessimismus nicht ein Wort reden, das Wort reden, um das als Problemlage anzuerkennen und sich zu überlegen, was tun wir da eigentlich damit? Das ist richtig. Und darüber hinwegzugehen, dass das passiert und passiert ist, wäre völlig falsch und
Man muss auch kein Ökonom sein und viele Statistiken betrachten, um das auch nachweisen zu können. Man kann das jeden Tag auf der Straße erleben, im Gespräch mit Freunden, mit Bekannten. Und ich habe natürlich auch einen eigenen Erfahrungshintergrund als jemand, der, bevor er von Beruf Politiker geworden ist, 1998 ja viele Jahre Arbeitsrechtsanwalt war und viele Betriebsräte, viele Arbeitnehmer vertreten hat. Da habe ich schon immer mitgekriegt, was da eigentlich passiert. Und selbst in sehr gut laufenden Betrieben verändert das was in der eigenen Haltung, wenn man mitkriegt, dass das Management darüber diskutiert, dass der sehr gute Lohn ein bisschen angepasst wird und es bleibt noch ein guter Lohn, aber gleichzeitig damit droht, dass es irgendwo auf der Welt Leute gibt, die für viel weniger Geld genauso gut arbeiten können. Das vergisst niemand jemals wieder, selbst wenn es halbwegs gut ausgegangen ist. Und das gilt natürlich noch viel mehr bei all denjenigen, die wirklich prekäre Arbeitsverhältnisse haben. Und das ist etwas, wo ich finde, man auch sehr angefasst sein muss. Und ich bin es jedenfalls jemals immer, wenn mich jemand anspricht und sagt, an Leute wie mich denkt ja niemand in der Politik. Dabei ist mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, an Leute wie die, die das sagen, zu denken und zu hoffen, wir können eigentlich es gelingen, dass sie ein gutes Leben führen. Für mich ist aber, glaube ich, dazu auch neben vielem anderen eine ganz wichtige kulturelle Voraussetzung zu schaffen. Wer sich nicht vorstellen kann, dass jemand, der sein Leben lang bei Aldi gearbeitet hat, ein gelungenes Leben geführt hat, der kann auch nicht darauf setzen, dass man ein gemeinsames politisches Projekt entwickeln kann. Aber diese Integrationsleistung, die muss ja zustande kommen. Und das heißt, dass natürlich die Frage, welche Löhne haben die Leute, welche Rente haben die Leute, ein gesamtgesellschaftliches Thema ist und nicht ein karitatives, sondern eines, das aus diesem sich gemeinsam verantwortlich fühlen für die Zukunft von allen in unserem Land erwächst. Ist das jetzt eine gleiche Kritik auch gewesen an bestimmten so üblichen Doktrinen der Sozialdemokratie oder nennen wir es Phrasensozialdemokratie, dieses, wenn du dich bildest, 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 kannst du alles aus dir machen, was ja implizit auch heißt, dann musst du nicht als Kassierin bei Aldi arbeiten. Ja, ich glaube, dass die Diskussion oder die Formel vom Aufstieg durch Bildung eine unglaublich emanzipatorische Kraft hatte und auch ganz lange richtig verstanden worden ist. Da haben nämlich die Arbeiter und Arbeiterinnen gesagt, dass mein Kind auch mal einen guten Schulabschluss machen kann und studieren kann. Das will ich und für die Durchlässigkeit der Gesellschaft gekämpft. Aber in der Welt, in der wir heute leben, in der es noch unglaublich viel für die Durchlässigkeit zu tun gibt, ist es gleichwohl so, dass manche Rede so klingt, als ob man kein gelungenes Leben geführt hat, wenn man sich dafür entschieden hat, eine Schlosserlehre zu machen und das sein ganzes berufliches Leben auch durchzuhalten. Doch, das ist so. Wir müssen dafür sorgen, dass es hinhaut mit den Löhnen, mit den Wohnungen, mit den guten Schulen für die Kinder und was weiß ich. Aber es muss so sein, dass wir das uns vorstellen können und nicht denken, das ist keine gute Sache. Und für mich ist deshalb nicht mehr richtig, dieses Thema so stark zu machen, wegen des Missverständnisses, das in der Frage ja zum Ausdruck gekommen ist. Und ich rede mehr von Durchlässigkeit. Aber ich finde, es muss auch so sein, dass jemand, der Hilfsarbeiter ist, nicht das Gefühl hat, dass ihm ein Politiker erklärt, hättest du in der Schule einen anderen Weg eingeschlagen, dann ging es dir jetzt besser. Der braucht einfach konkret einen höheren Lohn. Und was wir in Deutschland und in Österreich und in vielen Ländern akzeptieren, wie wenig einige Leute für sehr schwere Arbeit verdienen, das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, da muss es auch eine moralische Veränderung in unserer Gesellschaft geben. Da hoffen ja viele drauf im Anschluss an diese Corona-Krise, weil wir ja gesehen haben, wer sind die eigentlich die entscheidenden Arbeiten in unserer Gesellschaft machen, um unser Leben überhaupt voranzuhalten, aufrechtzuerhalten und dass die nicht immer die sind, die meisten Einkommen oder die höchsten Löhne kassieren. Ich komme langsam zum Schluss, weil wir Ihnen ja auch nicht so viel Zeit stehlen wollen. Sie haben ja sehr viel zu tun als Finanzminister der größten Wirtschaftsmacht. Ich möchte nur sozusagen wirklich auch über die Tagesfragen hinausgehende oder weit hinausgehende Frage nochmal zum Schluss sagen. Weil viele haben doch die Erfahrung jetzt auch gemacht, natürlich, es gibt viele Leute, die jetzt arbeitslos geworden sind oder deren Einkommen gesunken sind, die wirklich auch nicht weniger konsumieren, weil sie weniger Einkommen haben. Aber das betrifft ja nicht die große Masse. Ja? Die große Masse eigentlich, da ist es ja eigentlich so,
dass wir weniger ausgegeben haben, weil wir eigentlich jetzt mehr gekauft haben, was notwendig ist. Und ansonsten sind wir zu Hause geblieben und hatten ein etwas entschleunigtes Leben. Und viele sind draufgekommen, das ist gar nicht so furchtbar. Nur wenn wir das weiter täten, würde unsere ganze Welt und unsere Wirtschaft zusammenbrechen. Das heißt eigentlich, wenn wir nur das kaufen, was wir brauchen, dann ist es für alle gut, außer für das Wirtschaftssystem, das wird dann in zu rauchenden Ruinen. Ist das nicht auch ziemlich verrückt und müssen wir uns dann nicht auch die Frage stellen, so super intelligent ist ein Kapitalismus, der nur mit der Flucht nach vorne lebt, ja auch nicht. Na, ich bin jetzt, also wenn ich irgendwie wetten sollte, wie schnell das Leben wieder ein bisschen so wird wie vorher, was jetzt die Interessen der Bürgerinnen und Bürger betrifft, dann würde ich sagen, ziemlich schnell, sobald sich alle sicher sind, dass es wieder normal läuft. Da wird es jetzt nicht eine große Phase geben, wo ganz viele sagen, ich will jetzt ein anderes Leben führen, entschleunigter und sonst was. Ich könnte mir eher das Gegenteil vorstellen. Trotzdem sind die Fragen ja berechtigt. Also, wenn es dazu kommt, dass Kleidungsstücke gekauft werden, um zweimal getragen zu werden, weil sie so billig sind in bestimmten Verkaufsstellen, dann ist irgendwas schiefgegangen mit dem, was man richtig finden muss. Das müssen wir niemandem vorschreiben, wie er das machen soll, aber wenn sich da was ändert, das fände ich auf alle Fälle richtig, weil ich glaube, das ist dann auch nicht gut organisiert und umweltfreundlich und klimafreundlich ist es allemal nicht. Eine allerletzte Frage, weil die kam jetzt gerade über Chat hier rein und wir wollen das Publikum ja nicht ganz so ignorieren. Und es passt jetzt auch gut. Nämlich sollten wir nicht auch im Nachgang dieser Krise über eine massive Reduktion der Arbeitszeit auch sprechen, weil die Produktivitätsfortschritte der vergangenen 30 Jahre sind eigentlich überhaupt nicht in Arbeitszeitverkürzung übersetzt worden und wir haben Ausdruck eigentlich auch nicht in entsprechend steigende Löhne. Also der Spielraum müsste doch da sein. Und für das bessere Leben für alle wäre das ja auch nicht so schlecht. Arbeitszeitreduzierung hat ja immer mal wieder eine große Rolle gespielt. Gegenwärtig, glaube ich, ist das nicht das zentrale Thema. Und irgendwo gibt es wahrscheinlich auch eine anthropologische Untergrenze. Also, wenn wir dann beschließen würden, die Arbeitszeit geht darunter, müssen wir erleben, dass andere sich noch neue Beschäftigung suchen. Und da haben wir keine Mittel und auch keinen Grund, das zu begrenzen. Insofern denke ich, sollten wir viel mehr einen Aspekt betonen. Es wird immer über Flexibilität aus der Perspektive von Unternehmen gesprochen, aber es muss die Flexibilität auch aus der Perspektive von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zum Beispiel geben. Und wenn wir zum Beispiel durchsetzen, was wir ja als Debatte haben und auch gesetzgeberisch schon mehrfach vorangebracht haben, dass nicht nur, wenn es um die Betreuung von Kindern geht, sondern dass man auch aus anderen Perspektiven als Arbeitnehmer seine Arbeitszeit reduzieren und später wieder erhöhen kann, dann ist das vielleicht für die Unternehmen eine große Organisationsaufgabe. Aber ich glaube, dass das die Lebenszufriedenheit mehr erhöht. Wenn mehr Leute, die zu wenig Arbeitszeit haben, weil sie gerne mehr arbeiten würden und den Teilzeitjob nicht gern machen, weil sie nicht genug verdienen, dann bessere Chancen haben, wäre es gut. Und umgekehrt, wenn Leute, die viel arbeiten und mal eine Phase brauchen, in der sie weniger arbeiten, es die Chance haben, das zu tun, ohne ihren Job zu riskieren, dann wäre es auch gut. Gut, Olaf Scholz, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich für uns so viel Zeit genommen haben, hier eine Stunde über die Krise, über die Krisenpakete, über die Konjunkturpakete, mit denen wir aus der Krise rauskommen, zu diskutieren, aber auch grundlegendere Fragen der Respektierung und des Gefühls, respektiert zu werden, einfacher Leute oder normaler arbeitender Menschen, bis hin zur Frage der Arbeitszeitverkürzung und der Frage, ob der Kapitalismus wirklich das letzte Wort der Geschichte sein soll, wenn er ohne das Meer, nicht, ohne das Meer mit H nicht auskommt. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, wir sehen uns mal im Kreisky Forum. Es würde sich, ich kann sagen, es lohnt sich sicher, weil es ist ein sehr schönes Haus mit einer großen Aura der Geschichte. Und irgendwann, wenn die Welt weniger Kapriolen schlägt, hat, glaube ich, Heinrich Heine mal gesagt oder irgend so etwas. Wenn sie weniger Kapriolen schlägt, dann sehen wir uns live in Wien. Danke Ihnen, dass Sie uns die Zeit gegeben haben und danke Ihnen an den digitalen Endgeräten, die
uns zugehört haben. Und ja, kommen Sie wieder bei Kreisky Forum Digital vorbei. Dankeschön. Danke. Gut. Ja, dann super, jetzt sind wir zusammen.